Granlund, damals. Oh, der Airhook. Ja, once in a lifetime goal, ja klar. Oh, jetzt ist er drin. Granlund. Wie hat er denn den gemacht? Finnland gegen Russland ist natürlich immer ein Spiel, da ist wirklich Hass auf dem Eis, das muss man ganz klar sagen. Und dann schießt er so ein Tor. Und jetzt legt er sich auf den Stock und wirft es oben unter die Latte rein. Unglaubliches Tor, unglaubliches Tor. Es wird kein besseres Tor mehr bei dieser Weltmeisterschaft erzielt werden. Absolute Weltklasse. Also das war wirklich unglaublich, weil er war ganz jung, saufrech mit diesem Move. Er hat eine brutale WM da gespielt, vorher schon. Schiedsrichter beim Videobeweis. Ich bitte das Tor, Kollege. Ist mir egal, ob es da Regeln dafür gibt, bei so einem Tor habe ich noch nie gesehen. Ja. Wenn du das Ding machst, in dem Spiel, bei einer Weltmeisterschaft, gegen Russland, dieser freche Move, den er anscheinend schon ganz oft auch gemacht hat. Aber bei so einem Event, da wirklich mit der Kelle drunter zu gehen, sich den da so hinten reinzulegen, also eine Sensation. Eins der besten Tore, vielleicht das beste Ding, was ich bei der WM bisher, bin seit 2010 dabei, gesehen habe. Peli on tällä hetkellä hiveltävää, katseltavaa, kun katselee liikkuminen on hienoa, niin kuin Granlundkin katsoo taata. Antero Mertaranta, ich sag das immer wieder, die Geschichte, das ist der finnische Kommentator. Ja. Der ist neben uns gesessen und ich habe noch nie einen Menschen so reden und schreien gehört und dann auch noch Finnisch. Ja. In diesem Ding, ist, wir haben es mal angeschaut. Also der redet ja eh durch, so ein Spiel. Das kann man nicht mit uns vergleichen, sondern er redet Das mitä siellä tapahtui! Ja, sie bis heute berühmt, sagen manche. Nie mehr runtergekommen von dem Tritt. Granlund ottaa kiekon, ottaa läsyn mailan lavalle! Das ist übrigens keine Schleife, es geht weiter. Ja, ja. Das war 2012 und es ist immer noch 2018. Das sitzt da noch gleich. Ich glaube, wir haben das Tor ja auch von Granlund danach noch bei dieser Weltmeisterschaft, ich würde sagen, 26.000 Mal wiederholt, weil es aber auch so unfassbar war. Michael Granlund geht in die Eishockey-Geschichte ein. Dieses Tor wird man nie vergessen.